Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu Prison Architect. Yo, ich habe mir mal erlaubt, hier oben mal einen neuen Trakt zu markieren. Ihr habt natürlich nichts verpasst, da das Spiel pausiert war. Aber hier könnte man rein theoretisch 20 neue Zellen unterbringen und ich glaube, das machen wir einfach auch mal. Platzieren wir hier mal unser Fundament. Jo. Passt. Und da kommen dann wirklich sehr primitive Zellen rein. Da wir halt anscheinend ein paar Leute hier drin haben, die für unsere Zellen zu gut sind. Was bist du denn für einer? Ein Besucher, Vater von Miller. Ah, die Bewährungszeit beginnt gleich. Naja, vielleicht werden wir noch ein paar Gefangene los. Aus dem einfachen Grund, damit da wieder ein bisschen Geld reinkommt. Denn ich glaube, für vorzeitige Entlastung gibt es dann ein bisschen Kleingeld. Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal gleich gearbeitet. Da können wir gleich mal alles ein bisschen beschleunigen. Sitzung des Besserungsprogramms kostet ganze 400 Dollar. Oh, Moment. Ich glaube, hier können wir die Tür entriegelt lassen, damit die Post auch verteilt werden kann. Ladenumsatz von 10 Dollar. Mhm. Ja, jetzt wird hier schön sauber aufgebaut. Das Teil soweit fertig ist, reißen wir die Wand ein und gut ist. Leute, ihr habt hier eine Toilette. Ihr könnt während der Arbeit auf Toilette gehen. Ihr müsst hier nicht zwingend alles vollpissen. Und ja, bei Nacht und... Ja, bei Nacht. Nicht bei Nacht und... Bei einer Nacht- und Nebelaktion könnten wir da mal damit anfangen, hier die ganzen gestohlenen Werkzeuge sicherzustellen. Vielleicht haut das hin, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wir werden hier definitiv erstmal den Bau hier beschleunigen. Und eventuell werden wir uns gleich mal des Klontools bedienen. Gut, ich glaube, der Raum ist soweit fertig. Dann reißen wir hier die Mauer ein. Oh, was kaufst du denn da? Hat er sich ein Schmuddelheft gekauft, der King? Nö, nö, nö. Dann arbeitet mal. Bringt mir Geld. Ja, ich glaube, die Nummernschildproduktion läuft auch mal langsam an. Habe ich die Mauer schon hier abgerissen? Ja, der Befehl steht. Spread, was kaufst du dir denn? Was ist das? Schokolade oder... Ich weiß es nicht. Könnte noch Havannas sein. Guck mal, wie er sich... oh. Der holt sich Schokolade und dann holt er sich noch was zu trinken. Naja gut, der hat ja 26 Dollar. Jetzt hat er nur noch 21,80 Dollar. Ich würde mal sagen, wir starten mal hier vorsichtshalber eine Razzia. Weil es sieht so aus, als würde hier irgendeiner rumbuddeln. Naja, mal schauen. Vielleicht finden wir den Tunnel ja. Wo ist mein Wachhund? Beziehungsweise, wo sind meine Wachhunde? Na, jetzt muss hier natürlich alles sofort durchsucht werden. Klar, und je nachdem, wo hier der Tunnel dann rauskommt, kann ich nicht garantieren, dass mein Sniper, der natürlich ein bisschen verärgert ist, dafür sorgen kann, dass hier nichts entkommt. Auf jeden Fall bauen wir hier mal eine Mauer auf. Kommt das Teil hier hin? Dann bräuchten wir ein normales Bett. Das kommt hier hin. Und dann eine normale Toilette. Ob du dann Bücher bekommst, werden wir gleich sehen.
Von mir aus noch eine Gefängnistür. Und dann kommt hier eine ganz normale Zelle hin. Moment, ich habe bereits zwei normale Zellen. Wo sind die? Ach, die Teile hier. Ja gut. So, Hundis. Weißt du was? Geh mal hier hingucken. Wieso rennst du da ausgerechnet außen rum? Kannst du nicht einfach geradeaus rennen? Wie alle anderen auch? So eine Bohrmaschine haben wir bereits gefunden. Na komm, gib mal ein bisschen Gas. Damit hier auch was vorangeht. Ja, vorher hat man die Tunnel ja sofort gefunden, wenn ein Hund war, irgendwo angeschlagen hat. So, jetzt müssen die schlafen. Da haben wir gerade wieder einen Hammer gefunden. Oh, komm mal, die Zelle ist soweit fertig. Ach, eine Toilette braucht. Stimmt ja. Darum habe ich mich ja noch gar nicht gekümmert. Wasser und Strom. Wie viel Strom haben wir denn eigentlich noch zur Verfügung? Das sollte dann auch mal jemand überprüfen. Oh, es könnte bald soweit sein, dass wir einen weiteren Generator brauchen werden. Und der braucht dann ein separates Stromnetz. Ansonsten könnte es zu Problemen führen. Na komm, die paar Stellen werdet ihr auch noch finden. Es wäre schön, wenn wir jetzt die 20.000 bekommen würden. Nun wunderbar. Versorgung. Na dann rein damit. Ja, gut. Achso, ein Ort fehlt noch. Und der ist wo? Ach, da. Nee, wir haben bei weitem nicht alles gefunden. Ich würde mal sagen, wir führen gleich nochmal eine Razzia durch. Ja, mir egal, wie sauer die Gefangenen dann hinterher sind. Jetzt werden hier andere Seiten aufgezogen. Ah, da wohnt bereits einer. Na klar, nehmen wir mal unser Klontool. Markieren einfach mal den gesamten Inhalt hier. Dann können wir den hier so platzieren. 530 kostet mich eine Zelle. So, wunderbar. Vor allem in der Verwahrungszelle hocken mir doch ein bisschen zu viele Leute rum. Guck mal, wir haben wieder was gefunden. Eine Spritze. Noch mehr Drogen. Es wäre doch gelacht, wenn wir nicht alle Werkzeuge hier rausbekommen würden. Information. Werkzeuge. Und Waffen. Der Vorrat ist halt wirklich sehr stark abgesenkt worden. Ich glaube, wir müssen da nochmal ein, zwei Razzias durchführen. Vielleicht verstecken die ja auch woanders. Man weiß es nicht.
sage mal, immer mehr Zellen werden hier langsam fertiggestellt. Die Rohre werden nicht von alleine gebaut. Schade, dass die nicht übernommen worden sind. Aber darum kann man sich ja sofort kümmern. Nee, du hier nicht. Aber hier hin. Gut, diese Billo-Zellen werden da schon ausreichend sein. So, hat jetzt jeder seine eigene Zelle. Dann könnte man damit anfangen, auch da oben mal Zellen zu platzieren. Zack. Zack. Und dann noch Wände einziehen. Genau, noch ein Wasseranschluss. So, wir haben jetzt Platz 412 Gefangene. Na dann noch mal hinne. Und dann sind die ganzen Türen ja eh geöffnet. Das passt schon so. Und wir bekommen 15 neue Häftlinge. Oh ja, das bringt wieder ein bisschen Kleingeld rein. Ich weiß, wir haben gerade nicht viel Geld übrig für solche Sachen. Ich hätte hier gerne auch nochmal zwei Metalldetektoren. Vielleicht auch drei. Dadurch sind wir zwar wieder so gut wie pleite, aber das macht ja nichts. Wobei, Strom könnte das Problem werden. Oh, ich hoffe mal, die sind nicht zu strombesessen. Ja, ein paar Reserven haben wir ja noch. Und da sind die neue. Guck mal, Harris. Indie-Videospiel-Piraterie. 2%. Ja, der muss nur seiner Bewährung nachkommen. 32 Häftlinge sind bereit für die Bewährung. Bewährungsdirektor. Bewährungsanwalt. Ja, dafür brauche ich gar nicht meinen Anwalt. Vielleicht könnte ich ja noch einen weiteren Bewährungsraum hinbauen. Wäre ja machbar. Na komm, wir müssen erstmal den Gang hier länger ziehen, damit ich da den Raum reinsetzen kann. Oh, oh. Was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, oh. Aufgrund von Überlastung wurde unser Generator überladen und hat Feuer gefangen. Oh. Oh, was willst du jetzt? Die Wachen sagen, dass ein neuer Moderator beim Radiosender die Häftlinge aufwiegelt. Wir sollten vielleicht vorerst den Häftlingen die Radios wegnehmen. Sonst nehmen diese Clowns noch ernst. Oh, 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 oh. Oh, guck mal, hier ist ein Loch in der Wand. Notdienst, wo bist du? Wo sind die Notdienste? Hier. Feuerwehr! Löscht das. Oh mein Gott. Oh, 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 beeilt euch. Oh, die löschen direkt vorm Auto aus. Sehr gut. Kommt schon. Kommt hier rein. Ich hoffe, ihr löscht hier auch mit Schaum. Jetzt könnte es hier problematisch werden. Kommt, löscht, löscht, löscht. Ja, Radios wegnehmen. Ihr habt ja Nerven. Als hätten wir nicht größere Probleme. So, Moment, abreißen. Ja, kümmern wir uns mal kurz drum. Fackelt mir hier einfach der Generator ab.
Ja, in den Generatorraum kommen dann jetzt auch mal Sprinkler rein. So, ich glaube, wir müssen sämtliche Radios entfernen, oder? Auch die... Den ganzen... Ja, die müssen wir dann höchstwahrscheinlich auch entfernen. Na komm, weiter. Das machst du gut, aber lösch doch mal bitte alles. Das ist ja der grelle Wahnsinn. Seid ihr fertig? Dann haut mal ab. Wir müssen jetzt hier wieder frische Wände reinziehen. Wände haben Priorität. Oh, 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 der könnte hier entlaufen, wenn wir Pech haben. Beeilt euch. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Können wir den 200%... 5000! Alter! Ja, da kommt Freude auf. Also wurden irgendwelche Rohre beschädigt? Irgendwelche Leitungen? Na gut, schauen wir mal. Guck mal, Warmwasser wurde auch, glaube ich, beschädigt. Ja, hier. Dann gucken wir mal. Junge Frau, das ist hier ist kein offizieller Ausgang. Mutter von Gaggelmann. Oh. Vielleicht sollten wir mal... Ja, da kommen auch meine Leute nicht durch, die das hier alles zusammenflicken. Ah, der wurde entlassen. Glück gehabt. Yay, 3000 Belohnung für die vorzeitige Entlassung. Wurde bereits ein neuer Generator geordert. Weißt du was, da ihr anscheinend das da nicht dicht bekommt. Nee, passt schon. Gut. Damit hätten wir wieder Strom. So, die ganzen Leitungen hier anschließen. Wasser hätten wir auch wieder. Warmwasser halt nur nicht. Eieieiei, was für ein Fiasko. Ja, hier ist immer noch alles dunkel. Genau, geht in den Hof raus. Ja gut. Und damit haben wir wieder ein paar Probleme weniger. Im Moment brauchst du einen direkten Anschluss. Kannst du haben. Bekommst du hier noch einen direkten Anschluss für die Warmwasserrohre. Wollen wir hier alles fertig bauen lassen. Der grelle Wahnsinn. Und ich glaube, diesmal spendieren wir uns da auch ein paar Sprinkleranlagen. Nur für den Fall der Fälle. Eieieiei. Mhm. Naja, ihr könnt trotzdem mal ein bisschen mehr Gas geben.
Das sollte ja bald soweit sein. Gut, wir haben hier schon mal einen Sprinkler. So, sehr gut. Warum geht die Warmwasserzufuhr hier noch nicht? Genau, ihr könnt jetzt da drin mal putzen. Wird aber auch Zeit. Ja, wir haben relativ wenig Strom. Viel anbauen können wir da nicht mehr. Oh, Wasser ist immer noch ein Problem. Ach, guck mal, hier wurde die Wasserversorgung durchtrennt. Deswegen haben wir vielleicht kein Warmwasser. Die Frage ist, warum bekommst du kein Wasser? Machen wir es mal so lang, so rum. Eieieiei. Moment, hier ist auch eine Wand abgefackelt. Das wollte ich so nicht. Hier darf natürlich keiner durchrennen. Klar, die rennen hier wie die Verrückten rum. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, die Reparaturarbeiten setzen wir dann im nächsten Part fort. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.